Es gibt jede Menge Lärm, gegen den man nichts tun kann, außer ganz konventionelle Lärmschutzmaßnahmen. Was aber macht die Bahn mit den 100 Millionen Euro, die sie jährlich zur Lärmsanierung bekommt? Statt vorschnell 200 Millionen Ohrstöpsel zu kaufen, hat sie erstmal jede Menge Züge interviewt. Das Ergebnis? Die Bremsen sind schuld. Sie rauen das Rad auf, dadurch mehr Reibung, ergo mehr Rollgeräusch. Deshalb haben sich die Kenner der Szene für diese formschönen Verbundstoffklötze entschieden. Sie fragen sich, wie sie die in ihre Ohren kriegen sollen. Gar nicht. Die im Fachjargon LL-Sohle genannten Bremsklötze werden genau da angebracht, wo der Schuh drückt. Am Rad. Allein 2014 und 2015 bei 10.000 Wagen, die 7.750 Neuwagen, kommen natürlich bereits auf leisen Sohlen daher. Im Haus läuft die Operation unter einem Decknamen. Die sogenannte Flüsterbremse. Und diese soll bis 2020 alle 60.000 Wagen der Bahn erfassen. Toll! Aber was ist mit den 120.000 Wagen anderer Unternehmen, die sich auf unseren Gleisen tummeln? Hier greift ein pädagogischer Finanzausgleich, auf Bahndeutsch lärmabhängiger Trassenpreis. Das gilt für jeden und bedeutet, nimm von den Lauten und gebe es den Leisen. Und da guter Wille belohnt werden muss, werden die Umrüstkosten sogar vom Bund gefördert. Das nenne ich ausgefuchst. Der Klassiker in Sachen Lärmschutz bleibt jedoch die gleichnamige Wand. Jungs, lass mich mal! Während sich das Lärmschutzgitter nicht bewährt hat. Mit 500 Kilometern dieser robusten Maßarbeit in den Nuancen junger Laubfrosch, alter Laubfrosch, Kermit und Nordmann-Tanne sowie großflächigem Einbau von Lärmschutzfenstern kommt die Bahn auf 1300 Kilometer lärmsanierte Strecke, also weiter als von Husum bis nach Rimini. Jetzt schlage ich mal eine gewagte Brücke zum Stichwort Entdröhnung. Hierunter versteht die Bahn nicht etwa Kaffee und Aspirin am Sonntagmorgen, sondern ein elastisches Rippenplattenlager der Brückenschienen. Denn mehr Elastizität sorgt für weniger Geräusch. Sollten Sie also doch noch unter der Brücke enden, Gott bewahre, haben Sie es dort zumindest schön leise. Und damit ist sie auch zu Ende, unsere Lärmschutzreise. Mann, wer ist für diesen bescheuerten Reim zuständig? Ich. Wir müssen reden. Kann ich kurz? Warte, gib mal was zu trinken, bitte. Beim nächsten Mal heißt es, begleiten Sie Benny auf dem Öko-Trip. Elastisches Leck mich. Das ist mit den Händen, das ist Kacke.